So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising und heute geht's hier in diesem Game in den Endspurt. Wir haben nur noch zwei Level zu machen und beide sind in Black Hole. Allerdings, wenn ihr es hier unten schon seht, unser Gegner ist diesmal Sturm. Kommandant Sturm, das feindliche Heer ist also eingetroffen. Ich zermalme Sie, Kommandant Sturm, lassen Sie mich das machen. Du bist ein Versager, Kirchturm. Überlassen Sie mir das Kommando. Ich habe das Kommando. Wie meinen? Ich will mich selbst von der offenbaren Stärke des Feindes überzeugen. Ihr zwei Unseligen erstattet Bericht an den Abschlussrampe und das ist jetzt Cut. Verstehe. Jawohl, Kommandant. Endlich sind Sie weg. Diese geistlosen Trottel haben sich als vollkommen nutzlos erwiesen. Wenn ich hier fertig bin, werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen. So, wir haben hier wieder drei Kurs zur Auswahl und dieses Mal dürfen wir aus dem gesamten Arsenal schöpfen, das wir haben. Ich brauche hier für diese Mission allerdings Kit an dieser Stelle. An der zweiten Stelle benötige ich, was jetzt der Kondensator zuerst? Ich meine, dass Chess zuerst kommt und Max brauche ich an der letzten. Ich hoffe, dass das mit der Reihenfolge richtig war. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wird halt kein S-Rang, das wird es hier in dieser Mission sowieso sehr selten. Mission 33, heißes Gefecht übrigens. Da wären wir endlich, die Black Hole Gefechtsstation. Gefechtsstation hin oder her? Ich weiß nur, dass hier alles Raubkopf aus Orange daher gesandt wurde. Das bestätigen unsere Alliierten. Das heißt, wenn wir sie besetzen, bekommen wir uns das ganze Geld zurück? Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie meinst du das, Nell? Dass alles hierher geschickt wurde, heißt nicht, dass es immer noch hier ist. Soll das heißen, die Sachen wurden an einen anderen Ort gebracht? Wie kommst du auf den Gedanken? Na, die haben es sicher nicht aus höchster Tollerei zusammengestohlen. Wir haben sicher einen Plan und unser Zeug wurde wahrscheinlich dorthin gebracht, wo sie es brauchen. Klingt das plausibel, Nell? Kit, du hast vollkommen recht. Wir müssen unbedingt herausfinden, was sie wirklich vorhaben. Wie auch immer. Wir müssen in jedem Fall angreifen. Je länger wir warten, desto stärker wird ihre Abwehr. Unser Hauptziel? Unsere Direktive lautet Zerstörung der drei schwarzen Geschütze. Hm? Nur die Geschütze? Bist du wirklich sicher, Sonja? Erst wenn sie weg sind, können wir den Gegner ungestört attackieren. Ohne den Schutz dieser Waffen werden sie verunsichert zurückweichen. Ah, und wenn sie das tun, wissen wir, ob es wirklich ihr Hauptquartier ist oder nicht. Ich verstehe. Das ist brillant, Kommandantin Sonja. Unbestreitbar sind hier Distanzwaffen unsere beste Chance. Die andere alles entscheidende Frage ist die der Co-Auswahl. Außerdem müssen wir das Feuer der schwarzen Geschütze meiden. Okay, legen wir los. Und ich habe sogar richtig zusammengeschustert. Und weil Distanzwaffen hier von so großem Vorteil ist, versteht er wahrscheinlich auch, warum ich hier Kit wollte. So, wie war das nochmal? Im Zweifelsfall... Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie das hier genau ging. Aber es gab da so eine tolle Taktik, mit der man das mit relativ wenig Verlusten, wenn nicht sogar gar keinen Verlusten, gut schaffen konnte. Und ach ja, wir kämpfen ja das erste Mal gegen Sturm. Und wenn ihr die Tierlisteneinblendung wahrscheinlich schon gesehen habt oder wahrscheinlich immer noch sehen werdet, er ist nicht umsonst im U-Tier. Das hat nämlich seinen Grund. Der hat nämlich 20% Offensive und Defensive auf alle Einheiten. Keinerlei Geländeabzüge. Und außerdem macht ihm der Regen nichts aus. Bedeutet,
dass jedem anderen Co. erstmal haushoch überlegen ist. Der einzige, der ihn noch halbwegs zurückhalten kann, ist Kanbei, sowie Sensei und Hachi, die ihn mit einer Einheitenübermacht ausbremsen können. Allerdings wird Kanbei irgendwann an seiner Spezialgabe zerfallen. Ihr seht ja schon, er hat 10 Sterne in seiner Spezialgabe, dafür überhaupt keine auf seiner Co-Gabe. Das hat natürlich den Grund, weil er natürlich sonst viel zu stark wäre, wenn der Typ auch noch eine Co-Gabe hätte. Stellt euch das mal vor. Also seine Spezialgabe kennt er ja eigentlich schon. Es ist der Meteoritenregen. Dort, wo der einschlägt, macht es 8 Trefferpunkte Schaden. Und ja, zudem sind seine Einheiten für diese Runde auf 140. Also nochmal stärker, als sie es ohnehin schon sind. Ziel dieser Mission ist es wirklich nur, die 3 schwarzen Geschütze zu zerstören. Alles andere ist eher nachrangig. Die einzigen Einheiten, die ohne die Pipelines zu zerstören hier rauskommen, sind sowieso die 6 Seeeinheiten links und rechts. Mache sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus jetzt. Allerdings hat das Ganze durchaus seinen Sinn. Dass die Artillerien von Chess hier stehen, das übrigens auch. Das liegt nämlich daran, dass ich mit denen die Einheiten von Sturm hier ein bisschen anschwächen muss, damit ich mit Kit am Schluss genug Einheiten in einer Runde kaputt machen kann, um noch den Powerscore zu kriegen. Klappen tut das aber nicht immer, weil Sturm sich da ein bisschen zu random für bewegt. Seinen Einheiten. Jetzt muss ich mal ganz kurz verschauen. Okay. U-Boot ein bisschen anschießen. Dann brauchen wir einen neuen Raketenwerfer. Brauche ich jedenfalls noch ein paar Kampfpanzer.
mehr Raketenwerfer. Max und Jess beschleunigen das Ganze hier an der Seite noch ein bisschen. Was dabei drauf geht, ist vollkommen egal. Alle weg sind. Ich will nur schauen, wo die Geschütze stehen. Damit ich die Raketenwerfer zumindest schon einigermaßen in Position bringen kann. Steht nur noch eine Mini-Cannon, die auch nicht mehr wirklich viel Leben. Oh, den habe ich jetzt genau beim Laser geparkt, ne? Natürlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, jetzt muss Jess das Ding kaputt machen. Ich habe mich ein bisschen verbaut. Vergisst du irgendwann mal einfach, wo dieser verdammte Laser steht und wo genau die Reichweite von den Kanonen aufhört. Diese Mission nicht wirklich.
ist nicht sonderlich herausfordernd, dennoch nervt sie mich. Den Schülern lässt reinstellen natürlich. Ich lerne es nicht mehr. Die ganzen Kampfpanzer, die ich jetzt noch habe, die sind jetzt mehr weg als Lockvögel für die ganzen Kanonen da. Die müssen jetzt zwei Runden lang die Kanonenschüsse auf sich ziehen. Hundertprozentig funktioniert mit der Aufstellung. Ich muss nämlich noch einmal mehr ran. Jetzt noch ein paar Einheiten bauen, die sich da mit reinstellen in die Kanonen. Ich hoffe nur, dass die Lockvögel lange genug durchhalten, bis die da durchschießen können. Unser Schlachtschiff lässt sich leider nicht näher ranlocken, weswegen ich keinen S-Rang schaffen kann. Schießen wir den Raketenwerfer wenigstens noch. Den Raketenwerfer wenigstens ein bisschen das Schlachtschiff hier an. Wie ich schon sonst nichts mehr tun kann.
genug Lockvögel habe ich auf jeden Fall noch. Oh ne, der hat jetzt den angeschossen. Wieso das? Der hätte eigentlich den Kampfpanzer da unten von Max anschießen müssen. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren, wieso der den angeschossen hat. Andere Einheiten im Weg, der hätte die anschießen müssen. Wir haben so viele andere Einheiten, wo er mehr HP abgezogen hätte. Erfahren. Oder mag der einfach nur über Full-HP-Units anschießen? Und wenn es so weitergeht, gibt er mir nur einen B-Rang. Kanone Nummer 1. Das wäre Nummer 2. Und sofern der jetzt nicht mehr angeschossen wird, habe ich nächste Runde auch Nummer 3. Oh, der hat keine Muni mehr. Schauen, vielleicht schaffe ich ja nächste Runde doch noch ein bisschen was. Warum ich jetzt die Pipeline angeschossen habe, fragt ihr mich, weil ich es kann. Auch nichts mehr zu tun. Auch nicht. Aber Moment mal. Eine Sache möchte ich da schon mal probieren. Vielleicht kriege ich damit nämlich noch was hin.
Wenn das jetzt noch klappt, dann wäre es genial. Geht doch. Haben wir zumindest noch zwei in einer Runde zerstört, das reicht für 66 Powerpunkte. Kommandantsturm, die schwarzen Geschütze sind. Erhielt der Feind Informationen über die Abschussrampe wie angeordnet? Jawohl, Kommandant. Wir ließen einen Soldaten zurück. Er wird beim Verhör alles preisgeben. Gut, bringen wir das jetzt zu Ende. Alle Einheiten ab zur Abschussrampe. Jawohl, Kommandant. Sie werden den Hinweis auf die Rampe nachgehen und dort werden Sie meine besten Truppen Sie wärmsten empfangen. Und vor Ihren Augen. Werde ich unsere Raketen zünden. Der Gegner konstruierte eine Raketenabschussrampe? Ja, sie wollen ihre Raketen auf Kosmolan und die anderen Kontinente abschießen. Ist diese Information verlässlich? Wir erhielten sie von einem Gefangenen. Und auch unsere eigenen Informationen bestätigen seine Aussage. Worauf warten wir dann noch? Greifen wir die Raketenabschussrampe an? Das ist nicht so einfach, Andy. Wieso denn nicht? Es könnte eine Falle sein. Diese Info ist bestätigt, oder nicht? Würde ein Soldat, der so hart kämpfte, wirklich so schnell zusammenbrechen? Ich denke, wir gehen besser davon aus, dass es eine Falle ist. Nun, wie dem auch sei, wir können nicht einfach nur da sitzen. Wir müssen das schnell beenden, solange unsere Truppen noch stark sind. Ah, ich halte das nicht aus. Wie lange wollt ihr denn noch darüber reden? Wenn der Gegner die Rampe erreicht, schießt er uns alle zum Mond. Andy, du redest wieder mal ohne dein Gehirn einzuschalten. Nein, ich fürchte, der Junge sieht das ganz richtig. Wie? Ich sage, wir greifen später an. Lassen wir den Gegner die Rampe erreichen. Dann sparen wir Zeit. Und wir vergeuden unsere Kräfte nicht wegen einer langen, aufwendigen Suche. Coole Ansage. Sehe ich genauso. Bevor wir jeden Stein einzeln umdrehen marschieren, gehen wir gemütlich zur Rampe. Das erscheint mir äußerst autonom. Ich habe keine Einwände. Dann lasst uns aufbrechen. Auf zur Abschussrampe. Yippie, holen wir sie uns. Mission complete. So. 268 Punkte. Und noch eine Nuss zu knacken.